Am Wort ist der Abgeordnete Karl-Heinz Kopf. Bitte, Abgeordneter. Ja, danke, Herr Präsident, Herr Bundesminister, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Wir haben in den Jahren 2021 und 2022 eine wahre Entlastungsoffensive dieser Koalition erlebt, mit einmal 18 Milliarden im Jahre 2021 und mit 28 Milliarden Volumen im Jahre 2022. Und da spricht der Herr Marznetter von Klein-Klein. Und wenn das Klein-Klein sich darauf bezieht, dass sich in dieser jetzigen Gesetzesmaterie, in diesem Abgabenänderungsgesetz, keine Vermögensteuer findet, dann kann ich das nur begrüßen. Und lieber Kollege Marznetter, solange wir hier etwas zu sagen haben, wird es auch weiterhin keine geben. Aber so ganz klein-klein sind diese Dinge hier dann doch auch nicht. Es sind weitere Entlastungsschritte in diesem Abgabenänderungsgesetz vorgesehen, vor allem auch ein Ökologisierungsschritte in diesem Gesetz, beispielsweise die Steuerfreistellung von Zahlungen für E-Fahrzeuge oder eine Ausweitung der Einkommensteuerbefreiung von Photovoltaikanlagen, um nur zwei Punkte herauszugreifen. Es ist auch eine ganze Reihe von, es sind auch eine ganze Reihe von Vereinfachungen in diesem Gesetzesvorschlag enthalten, ob das Digitalisierungen bei Antrags- und Verfahrensvorgängen die sind oder die Pauschalierung von Gebühren. Und auch, ganz wichtig, auch Christoph Marznetter, etwas, das ja auch von dir und von euch immer wieder gefordert wird, bei der Betrugsbekämpfung Schritte zu setzen, bei der Förderung von Steuergerechtigkeit Schritte zu setzen. Da sind einige Punkte darin enthalten, mit der Übermittlung von Daten der Sozialversicherung zum Beispiel, um Förderungen besser kontrollieren zu können oder auch einer Verlängerung von Verjährungsfristen, um auch wieder nur zwei Punkte herauszugreifen. Ja, und letzten Endes, um auch noch einen Satz zu den Trafikanten zu sagen. Naja, der Verfassungsgerichtshof hat uns beschieden, dass es eine Neuregelung geben muss und dass die Vergabe von Konzessionen, die bisher über das als Ausnahme vom Vergabegesetz über das Tabakmonopolgesetz durchgeführt wurde, um tatsächlich Vergaben hauptsächlich an Menschen mit Behinderung durchführen zu können, dass das künftig nach den Kriterien des Vergabegesetzes in diesem Regime durchzuführen ist. Es ist uns trotzdem gelungen, also wir haben hier Anpassungsbedarf, ja, aber es ist uns trotzdem gelungen, einen Weg zu finden, wie wir unter Einhaltung dieser vergaberechtlichen Regeln die Vergabe weiterhin nach sozialpolitischen Aspekten durchführen werden können und damit natürlich vor allem Menschen mit Behinderung eine eigenständige Sicherstellung eines eigenständigen Lebensunterhaltes zu ermöglichen. Das ist trotz dieses VfGH-Erkenntnisses in guter und auch rechtssicherer Art und Weise gelungen. Natürlich hätten wir das nicht unbedingt aus dem Tabakmonopolgesetz herausgelöst haben wollen, aber VfGH-Entscheid ist VfGH-Entscheid, den haben wir umzusetzen. Aber auch hier danke für eine sehr konstruktive Zusammenarbeit, Herr Bundesminister, mit deinem Ressort und mit dir persönlich, um hier diese Lösung im Interesse vor allem jener Menschen mit Behinderungen diese Lösung herbeiführen zu können. Ich denke, es ist eine tragbare und eine saubere Lösung. Bitte daher um eure Zustimmung.